Hi und herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle hier so zahlreich erschienen seid zu dem Vortrag, den wir jetzt gleich hören dürfen. Wir haben jetzt hier die Freude, dass Uli uns einmal erklärt, wie Verschlüsselung funktioniert, und zwar explizit für Nicht-Informatiker, Nicht-Mathematiker, sondern für jedermann. Das heißt, eine schöne Einführung, nach der wir hoffentlich wissen, wie funktioniert Verschlüsselung und was können wir da besser machen, jeder in seinem Alltagsverhalten. Und ich freue mich massiv drauf und bitte euch um einen schönen Applaus für Uli. Danke, danke für die Begeisterung. Ich hoffe, die hält an. Ich bin Uli Klemann, machen heute mit euch hoffentlich einen schönen Ausflug durch schätzungsweise 5000 Jahre Kunst des Verschlüsselns und des Entschlüssels von Nachrichten. Wenn es zwischendurch Fragen gibt, die furchtbar auf den Nägeln brennen, eine Bitte, bewahrt sie euch auf für die Q&A, weil der Vortrag ist einfach länger, als ich hier Zeit habe. Danke. So, man soll ja Vorträge, habe ich mal gelernt, immer mit einem schlauen Spruch anfangen. Und da ist mir zu dem Thema eigentlich nur der olle Goethe eingefallen. Da stehe ich nun nicht armer Tor und bin so schlau als wie zuvor. Meiner Meinung nach passt nichts besser auf das Thema der Geschichte der Verschlüsselung. Weil wie funktioniert Verschlüsselungsentwicklung nun? Irgendjemand hat eine tolle Idee und die propagiert er dann. Und das Rätsel kann keiner lösen. Und dann geht man davon aus, es ist erstmal sicher, bis dann doch jemand eine Möglichkeit gefunden hat, das Rätsel dann doch zu lösen. Und da muss man sich was Neues ausdenken. Ja, wer bin ich? Uli Klemann, Linux Sysadmin, beschäftige mich hobbymäßig, aber auch zum Teil beruflich mit dem Thema. Ich bin kein Mathematiker, ich arbeite auch nicht für das BSI oder einen Nachrichtendienst. Alle diese Informationen sind aus öffentlichen Quellen recherchiert. Ja, ganz kurz, was also nicht passieren wird. Ja, warum halte ich diesen Vortrag? Was hat mich dazu bewogen? Nun, ganz einfach, es war noch nie so einfach, Codes zu knacken, Geheimnisse zu brechen wie heute. Die Mittel stehen zur Verfügung, es ist letztlich nur eine Frage des Etats. Jeder kann sich hier auf so einem Großrechnercluster die entsprechende Rechenzeit kaufen und sich am Codeknacken versuchen. Die Software ist frei erhältlich und zum größten Teil auch kostenlos. Ja, fangen wir mal an. Wie hat das Ganze mit dieser Kryptographie angefangen? Die ersten, die das, ja, würde ich sagen, jetzt mal für die damalige Zeit professionell umgesetzt haben, das waren die alten Karthager mit ihrer Skytale, einfaches Verfahren, aber sehr wirkungsvoll. Sie nahmen einfach einen Holzstab, haben einen Lederriemen oder Papyrusstreifen drum gewickelt, die Nachricht draufgeschrieben und haben dann den Streifen wieder abgewickelt und verschickt. Der konnte ruhig dem Feind in die Hände fallen, weil der brauchte ja das entsprechende Rundholz des gleichen Durchmessers. Quasi der Durchmesser des Stabes war halt der Schlüssel. Hat ganz gut funktioniert, aber auf Dauer nicht so das Wahre. Warum erwähne ich es trotzdem? Weil es erklärt zwei wesentliche Verfahren, auf denen Verschlüsselung beruht. Und zwar einmal auf Permutation, zu gut Deutsch Verschiebung oder Verwürfelung. Das heißt, das Zeichen bleibt erhalten, der Buchstabe bleibt ein Buchstabe, er landet nur an einer anderen Stelle. Ob ich das jetzt verschiebe nach einem gewissen Raster oder ob ich das durcheinanderwürfel nach einem bestimmten Prinzip, ist erstmal egal. Das andere Thema ist die Substitution oder Ersetzung, beispielsweise indem ich Buchstaben durch Zahlen ersetze. Ganz einfaches Prinzip kennen wir vielleicht noch alle aus der Schule, Verschleierungen, also so die berühmten Zettel, die es früher so gab, die der Lehrer nicht sofort lesen sollte. Ganz einfaches Prinzip, der Gartenzaun, aber das ist jetzt nicht wirklich Verschlüsselung. So richtig los mit der richtigen Verschlüsselung ging es dann so im 15. Jahrhundert, und zwar in Frankreich. Die Franzosen waren damals auf diesem Gebiet wirklich die Anführer, Marktführer, wenn man so will.
Und zwar ein gewisser Herr Rossignol hat eine Chiffre entwickelt, indem er einfach Begrifflichkeiten durch Codewörter ersetzt hat. Das Ganze nannte sich dann Le Grand Chiffre und die wurde auch über Jahrhunderte erst einmal nicht gebrochen. Das Problem war nur, derjenige, der das Ganze entschlüsseln wollte, musste auch dieses Codebuch haben. Wir sehen es gleich, wie es aussah. Und wenn das natürlich in fremde Hände fiel, dann war die ganze Verschlüsselung für die Katz. Das ist natürlich auch passiert, klar. So sah das Ding aus. Er hat sich halt für jedes Zeichen des Alphabets irgendwie ein Codewort einfallen lassen. Wie ist das Ganze geknackt worden? Nun, geknackt worden ist es erst viel, viel später von diesem Herrn da. Und zwar nicht mit, wie man vielleicht meinen sollte, jetzt irgendwelchen schweren, großen mathematischen Formeln. Nein, er nahm die Statistik zur Hilfe und zwar die Statistik der Buchstabenverteilung in Sprachen. Je nach Sprache kommen bestimmte Buchstaben halt häufiger und andere seltener vor. Anagramme, also sprich zwei Buchstaben oder Trigramme, drei Buchstaben folgen, sind auch je nach Sprache unterschiedlich. Und anhand dieser Kenntnisse wurden halt die Geheimtexte entschlüsselt, sodass man einfach gesagt hat, okay, wir ersetzen mal den Chiffre-Buchstaben C beispielsweise durch den häufigsten Buchstaben E im Alphabet und schauen mal, ob das irgendwo Sinn ergibt. Wenn das einen Sinn ergeben könnte, versuchen wir mal die Kombination EN oder ES oder ER oder was halt eben in der entsprechenden Sprache am häufigsten vorkommt. Und so hat man Stückchen für Stückchen quasi diese Sachen geknackt. Ja, dabei handelt es sich um sogenannte monoalphabetische Transpositionsverfahren, furchtbarer Begriff auf gut Deutsch. Man hat ein Klartextalphabet, man hat ein Chiffrealphabet und verschiebt halt die Buchstaben entsprechend. Also aus einem A wird ein M, aus einem B wird ein was weiß ich, ja, je nachdem, wie man es halt macht. Und das bleibt auch jedes Mal gleich. Es wird immer das gleiche Chiffrealphabet verwendet. Was interessiert jetzt einen Kryptoanalytiker? Nun, den interessiert zum einen, wie wurde der Klartext erzeugt? Gibt es da irgendwelche Rückschlüsse, die ich da ziehen kann? Welche Eigenschaften weist die Chiffre auf? Gibt es da Buchstabenwiederholungen? Kann ich irgendwelche Muster erkennen? Jetzt haben wir natürlich verschiedene Möglichkeiten. Bei der Kryptologie ist es halt so, da ist ja Gewalt durchaus manchmal eine Lösung. Ja, also das heißt, ich probiere einfach mit der Holzhammermethode alle Möglichkeiten so lange durch, bis ich die richtige gefunden habe. Ich kann natürlich sagen, okay, ich durchsuche einfach mal mit Hilfe eines Wörterbuches nach Möglichkeiten, was das heißen könnte. Bei digitalen Geschichten könnte ich natürlich nach festen Bytefolgen suchen oder Formatangaben. Ich kann nach irgendwelchen sogenannten negativen Mustern suchen, also Floskeln, Anreden, bestimmte Begriffe, die immer wieder vorkommen, hat man auch gemacht. Ja, und ich kann natürlich auch, wenn ich Informationen über den Klartext habe, auslösen, also wenn ich weiß, das ist zum Beispiel ein ASCII-Text oder der Schlüssel ist irgendwo an einem unsicheren Ort abgelegt worden, versuchen irgendwie da ranzukommen. Die schönste Methode ist natürlich die, wenn ich den Schlüsseltext vor mir liegen habe, vor allem wenn ich mehrere habe, nennt sich dann Known-Plaintext-Methode. Und das ist halt eben das, dass ich sage, okay, ich gucke mir den Chiffretext an, suche nach Mustern, nach bestimmten Wiederholungen und Ähnlichem. Welche Sprache könnte der Text haben? Vielleicht weiß ich sogar, welche Sprache es ist. Dann kann ich wieder mit diesen Buchstabenhäufigkeiten hantieren und so weiter und so fort. Ich will jetzt gerade nicht furchtbar ins Detail gehen. Eine andere Geschichte ist, dass ich den Klartext kenne. Wäre natürlich auch ganz schön. Hier kann ich im Grunde genommen ähnliche Verfahren anwenden. Der sogenannte Wörterbuchangriff, also sprich, ich suche nach bestimmten Begriffen, die es in dieser Sprache gibt. Interessant natürlich ist diese Methode vor allen Dingen, wenn es um Passwörter geht. Ja, und dann kommen wir schon wieder ins Reich der Fabeln und Geschichten, nämlich die Fabel von den langen Passwörtern. Allgemein wird ja so empfohlen, Passwortlängen 8 Zeichen und mehr. Je länger, desto gut. Frage, ist das wirklich so? Vor allen Dingen, was bedeutet eigentlich Schlüssellänge? Wenn ich da so irgendwas lese wie 256 Bit AES oder
1024-Bit RSA oder 448-Bit Blowfish, ja, was steckt da eigentlich dahinter? Der nächste Punkt ist, wir müssen hier unterscheiden zwischen zwei Arten von Verschlüsselung. Einmal der symmetrischen, das heißt, es wird ein gemeinsamer, gleicher Schlüssel verwendet, sowohl für das Verschlüsseln als auch für das Entschlüsseln. Und die sogenannten asymmetrischen Verfahren. Das heißt, hier werden zwei Schlüssel verwendet. Einer für das Verschlüsseln und einer für das Entschlüsseln. Wie das genau funktioniert, kommen wir vielleicht ein bisschen später nochmal drauf. Beide Verfahrensarten basieren, wie man sich vorstellen kann, auf mathematischen Verfahren. Auf die will ich gar nicht eingehen, die sind furchtbar komplex. Worauf ich eigentlich eingehen will, ist, was ich das vorher angesprochen habe mit den Schlüssellängen und den verschiedenen Algorithmen. So ein RSA-Schlüssel mit 1024 Bit hat etwa die gleiche Sicherheit wie ein 80-Bit langer Schlüssel bei einem symmetrischen Verfahren. Oder anders ausgedrückt, ein 2048-Bit langer Schlüssel von RSA, verwenden wir zum Beispiel bei GPG, GNU-PG, der hat etwa die Stärke von 112 Bit bei einem symmetrischen Verfahren. So. Warum erwähne ich das? Nun, viele Anbieter prahlen mit großen Schlüssellängen, militärischer Sicherheit, Verfahren, die geheim gehalten werden, zum Patent angemeldet sind. Die Geschichte hat gezeigt, dass das alles nichts taugt. Schon 1800, ich müsste jetzt genau gucken, wann es war, ich habe es auch irgendwo aufgeschrieben, hat ein gewisser Herr August Kerckhoff, zu dem kommen wir noch, dazu in einem berühmten Aufsatz mit dem Titel La Kryptographie Militär ein paar wichtige Sachen gesagt. Bevor wir dazu kommen, ich habe behauptet, dass das mit diesen langen Schlüsseln nicht so das Wahre ist, bisschen zum Thema Wahrscheinlichkeiten. Jeder von euch kennt die Bankcard, PIN, vier Nummern. Frage ich jetzt einfach mal ablesen, sehr einfach, wie viele Möglichkeiten gibt es? Wie viele Pins gibt es? 10.000, ganz genau. 10 hoch 4. 10 Ziffern von 0 bis 9, 4 Möglichkeiten. So. Und wie viele Möglichkeiten gibt es, dass ich die richtige rausfinde? Drei. Ich habe drei Möglichkeiten, genau. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist 1 zu 10.000 und das Ganze mal 3, also 0,03. So, jetzt kann ich natürlich hingehen und sagen, okay, ich probiere einfach mit der Holzhammermethode aus, 0,000 und so weiter, 0,001. Oder ich probiere solche Muster aus wie 1, 2, 3, 4, 2, 3, 6, 1, 8, 7, 4, 5. Ja, und dann stelle ich mal die Frage, wenn jetzt die Banken morgen auf die Idee kämen und würden sagen, okay, wir ändern das mit der PIN. Nimm mal vier Zahlen, sondern zwei Zahlen und zwei Großbuchstaben. Wie sieht es denn dann aus? Dann haben wir plötzlich eine Wahrscheinlichkeit von 1 zu 67.600. Also eine wesentlich höhere Sicherheit, ohne dass wir die Länge dieser Nummer oder die Länge dieses Schlüssels in irgendeiner Weise verändert haben. Das Einzige, was wir gemacht haben, wir haben den Schlüsselraum vergrößert. Das heißt, wir haben jetzt nicht nur Zahlen, sondern wir haben auch die Großbuchstaben. Essenz des Ganzen, die Länge eines Schlüssels allein sagt erstmal gar nichts über dessen Stärke aus. Sondern es zählt viel mehr, wie ist der Schlüssel oder wie zufällig ist dieser Schlüssel erstellt? Je chaotischer, je unsystematischer, desto stärker. Also die beste Möglichkeit, sich wirklich ein Passwort oder eine Passphrase zu erstellen, ist immer noch Scrabble. Reiner Zufall. Ja, hier haben wir nochmal den Beweis dafür.
je größer der Schlüsselraum, desto schwieriger wird's. Und dann sage ich, ein chaotischer, kurzer Schlüssel ist immer noch besser als ein langer. Schon aufgrund der Tatsache, dass ich bei langen Schlüsseln eine viel, viel häufigere Fehlerquote habe. Ja, dann kam irgendwann dieser Herr, ein gewisser Herr Blaise de Vigenère, auf die glorreiche Idee, was passiert denn, wenn wir statt eines Schlüsselalphabets mehrere verwenden? Zum Beispiel, dass wir hingehen sollen, das erste Wort verschlüsseln wir mit einem Alphabet, das bei E anfängt. Das zweite verschlüsseln wir mit einem Alphabet, das bei L anfängt und so weiter und so fort. Oder wir verwenden sogar für jeden Buchstaben des Klartextes ein anderes Schlüsselalphabet. Und jeweils die Anfangsbuchstaben dieser Schlüsselalphabete sind unser Schlüsselwort. Und dazu habe ich mal ein gemeines Beispiel gemacht, wirklich gemein. Vielleicht findet jemand bis zum Ende des Vortrages raus, was der Buchstabensalat da oben bedeuten könnte. Den Schlüssel habe ich unten drunter geschrieben. Ich glaube es nicht, dass es einer von euch knackt. Ja, das Ganze hat über 200 Jahre gehalten, bis dann doch irgendjemand eine Möglichkeit gefunden hat, diese Chiffre zu knacken. Und dann kam dieser Herr auf den, auf den Schirm. Das ist dieser berühmte Herr August Kerckhoff, und der hat einen ganz, ganz, ganz berühmten Satz in seinem Aufsatz geschrieben, und daran sollte man sich bei allen kryptografischen Verfahren immer halten. Er hat geschrieben, kryptografische Verfahren dürfen nicht und niemals der Geheimhaltung bedürfen. Das heißt, sie müssen öffentlich für jedermann verfügbar sein und sollten ohne Schaden in Feindeshand fallen können. Das heißt, das Verfahren, wie die Verschlüsselung funktioniert, ist nicht geheim zu halten. Anders ausgedrückt, ob eine Verschlüsselung stark oder schwach ist, sicher oder unsicher, darf niemals davon abhängen, wie der Algorithmus funktioniert, sondern darf nur davon abhängen, wie stark der Schlüssel ist. Und alle Hersteller, die gegen dieses Prinzip verstoßen, verkaufen für mein Dafürhalten Snake Oil. Blödsinn, Unsinn. Ein Hersteller, der mir irgendein Produkt anbietet und mir nicht sagt, welcher Algorithmus und welche Schlüssellänge zugrunde liegt, scheidet für mich von vornherein aus. Das ist Unsinn. Der Gegner wird immer wissen und immer dahinter steigen, welches Verfahren verwendet wird. Das war immer so und das wird auch immer so bleiben. Ja, wie haben diese Angriffe funktioniert? Man hat sich ebenfalls der Statistik und der sogenannten Autokorrelation bedient. Das heißt, man hat Text in Buchstabengruppen zerlegt und hat wiederum versucht, über Buchstabenhäufigkeiten, über Mustererkennung und Ähnliches dahinter zu steigen, was es denn bedeutet. Ziemlich aufwendige Verfahren, aber sie haben letztlich funktioniert und werden heute noch verwendet. Ja, natürlich geht immer alles besser. Und zwar hat sich ein gewisser Herr Wernham zur Zeit der Telegrafie was ausgedacht, die sogenannte Wernham-Chiffre, aus der dann auch dieses One-Time-Pad, vielleicht schon mal gehört, entstanden ist. Ein Verschlüsselungsverfahren, das bis heute bewiesenermaßen als unknackbar gilt. Nachteil des Verfahrens, und deswegen ist es auch schwer praktikabel, das Schlüsselwort oder der Schlüssel muss genauso lang sein wie der zu verschlüsselnde Text. Und ganz wichtig, es darf nur ein einziges Mal verwendet werden. One-Time-Pad. Wird der Schlüssel zweimal verwendet, ist die ganze Verschlüsselung auf Deutsch gesagt für die Katz. Ja, so ein bisschen was zu Autokorrelationen, wie es funktioniert. Ich muss jetzt ein bisschen Gas geben, sonst kriegen wir es wirklich mit der Zeit nicht mehr hin. Ja, dann hat sich ein preußischer Offizier namens Kasiski so ein paar Gedanken gemacht, wie kann man solche Chiffren denn auch dann analysieren. Und hat den sogenannten Kasiski-Test erfunden. Hier ist er kurz beschrieben.
1925 kam ein amerikanischer Kryptologe und Mathematiker namens Friedman, von dem habe ich auch den Titel geklaut, der hat das gleichnamige Buch geschrieben, Entzifferte Geheimnisse, seinen Test erfunden, wo er halt die Schlüssellänge bestimmt. Und weil alles natürlich noch ein bisschen raffinierter geht, kann ich natürlich diese Buchstaben nicht nur über verschiedene Alphabete verschieben, sondern ich kann sie noch durch sogenannte Spaltentransposition oder auch Würfel genannt, nochmal verändern, also die Position. Dieses Verfahren war so stark und ist so stark, dass es bis Ende der 80er Jahre noch von Geheimdiensten, vor allen Dingen der östlichen sozialistischen Länder, verwendet wurde. Und nach Ansicht des damaligen Präsidenten des BSI, des Herrn Leiberich, war es eines der besten und stärksten Handverschlüsselungsverfahren, die es jemals gegeben hat. Ich habe hier mal so, um das Prinzip ein bisschen zu beschreiben, mal ein Beispiel gemacht mit dem Schlüsselwort Gulasch. Auf der linken Seite von mir aus der Klartext und was dann über die einfache Spaltentransposition als Chiffretext dabei rauskommt. Und das Ganze kann man natürlich auch dann noch doppelt machen. Also an so einer Chiffre hast du wirklich schon ein bisschen zu knabbern. Wenn das Schlüsselwort gut gewählt ist, denn darauf kommt es an. Letztlich wurden diese Doppeltranspositionen deswegen geknackt, weil man den Agenten der besseren Merkbarkeit wegen irgendwelche Gedichtsverse, Buchzeilen oder sowas, ne, Liedertexte irgendwelcher Volkslieder als Schlüssel gegeben hat. Gefährlich, die könnte der Feind auch kennen. Ja, offiziell wurde der Doppelwürfel auch dann geknackt, aber erst 2013. So, dann kommen wir mal zu dem berühmten Rätsel der Enigma. Über die findet man eigentlich am meisten. Leider vor allen Dingen dummes Zeug. Die Enigma wurde erfunden in der Zeit der Weimarer Republik, quasi von einem mittellosen Erfinder und Unternehmer, den wir da oben sehen, den Herrn Arthur Scherbius. War mit drei Walzen ausgestattet, sah ähnlich aus wie eine alte Registrierkasse, wer die noch kennt, mit so einer Kurbel an der Seite, so sah sie mal ursprünglich aus und war auch gar nicht gedacht für den militärischen Einsatz, sondern sie sollte bei Banken, Versicherungsgesellschaften, Handelshäusern und ähnlichem Verwendung finden, um relativ komfortabel deren Korrespondenz wirkungsvoll zu verschlüsseln. Das Ding arbeitete elektromechanisch, das heißt, es hatte eine Taschenlampenbatterie und eine ziemlich aufwendige Mechanik, die den Stromfluss von dem Eingaberotor, man stelle sich ein Kettenritzel eines Fahrrads vor, so in etwa sah das Ding aus, mit 26 Positionen halt, also entsprechend der 26 Buchstaben, und das Ganze über drei Rotoren, das heißt also, je nachdem wie die Grundeinstellung dieser Rotoren war, wurde halt der Klartextbuchstabe A zum Beispiel zu G und kam aus der Maschine dann aber letztlich wieder beim zweiten Versuch als C heraus. Solange aber die Grundeinstellung, also der Schlüssel, nicht geändert wurde, war der Stromlauf immer so. Also zweimal denselben Text verschlüsseln mit zweimal demselben Schlüssel ergab zweimal dieselbe Chiffre. Hier ist auch so ein bisschen beschrieben. Allerdings haben wir hier schon die als super sicher eingestufte Variante mit 5 Walzen. Militär will ja immer was Besseres haben. Vor allen Dingen die Marine, die wollte also eine noch sicherere Verschlüsselung denn haben. Dann hat man zuerst mal 5 Walzen eingeführt und dazu auch noch ein sogenanntes Steckbrett. Steckbrett, kann man sich vorstellen, war halt vor der Tastatur ein Brett mit mehreren solchen Klinkenbuchsen. Und da konnte man dann mittels Patchkabeln mit 2 Klinkensteckern nochmal die Buchstabenfolge vertauschen. War eine nette Idee, liest sich auch erstmal, wenn man das so liest, die Idee als ganz clever, war aber nicht so clever. Kommt in der Kryptographie öfter vor.
Ja, man musste also, wie gesagt, wissen, welche Walze verwendet worden war, welche Walzenlage, wie die Ringe eingestellt waren, wie diese Steckbrettverbindung, und dann konnte man eben hier entsprechend mit einem sehr großen Schlüsselraum verschlüsseln, sogar mit der Dreirotorenmaschine, die wurde von der Wehrmacht verwendet, war für die damalige Zeit sicherlich State of the Art. Keine Frage, will man gar nicht herabwürdigen. Hatte aber, und das war auch bekannt, definitiv Konstruktionsfehler. Der erste Konstruktionsfehler, eine sogenannte Umkehrwalze. Nette Idee, sollte das Ganze noch einmal stärker verschlüsseln, hat aber genau das Gegenteil bewirkt. Kommen wir noch drauf. Mal gucken. So sah das Ganze dann in live aus. Das ist jetzt ein Nachbau, eine Replika. Ja. Ja. Ruhig mal drauf zeigen, bitte immer. Also in der Praxis hat einer kurz mit der Hand drauf zeigen. Und dann halt vorgelesen, welches Lämpchen, welcher Buchstabe aufblinkt. Ja. Der andere hat es mitgeschrieben. Und dieses Telegramm wurde dann per Morsefunk übermittelt. Eureka, es funktioniert. Ziemlich aufwendige Methode, dauert auch ziemlich lang, ziemlich fehleranfällig. So, das ist ja gigantisch. Ich glaube, wollen wir... Denke ich, können wir... So, dann gucken wir uns das mal an. Warum die Marine hier so viel stärker war. Sie hat ja da drei, eben fünf Walzen. Es war noch eine Kerbe mit in dieser linken Walze, die aber gar keine Funktion hatte. Das heißt, die hat den Schlüsselraum überhaupt nicht vergrößert. Der nächste Konstruktionsfehler war, dass die mittlere Walze sich nur 25 Mal dreht, bis die linke Walze nebendran einmal weiterschaltet. Das heißt, der 26. Übertrag der Mittelwalze entsteht durch eine Anomalie. Das hat eine gewisse Vergrößerung des Schlüsselraums im Gegensatz zu den Dreiwalzenmaschinen zur Folge, und zwar einen sehr erheblichen. Und man war damals der Meinung, angesichts dieser riesigen Zahl, dass da käme nie jemand drauf. Man hat sich bös geirrt. Ich habe vorhin gesagt, sie hatte einige Fehler in der Konstruktion, aber sie hatte auch einige Fehler in der Bedienung. Fangen wir mit der Konstruktion an. Sie baute auf ein Kaufgerät, das frei erhältlich war, drei Walzen, ohne Steckerbrett, ansonsten war sie komplett gleich. Aus Gründen der, heute würde man sagen, Benutzerfreundlichkeit, hat man die Tastatur und die entsprechenden Lampenanschlüsse, die also dann quasi den Chiffrebuchstaben angezeigt haben, ringförmig und in alphabetischer Reihenfolge angeordnet. Kryptologen nennen sowas fehlende Permutation. Man hätte das also anders machen sollen. Ja? Querztastatur oder halt alphabetisch und die Lampen halt zum Beispiel querz. Dann hatte ich vorhin diese Umkehrwalze angesprochen. Wegen diesem blöden Ding können nur 25 statt 26, möglicher 26 Alphabete sogenannt echt involutorisch permutiert werden. Was das ist, kann man bei Wikipedia nachlesen. Also es ist eine erhebliche Schwächung eingetreten. Ein noch viel größeres Problem war, dass diese Maschine arbeitet nach dem Tachometerprinzip. Das heißt, wenn einer dieser Rotoren durchgedreht war bis zum Ende, hat sich der nächste gedreht. Die Idee dabei war, eine möglichst große Periode zu erzeugen. Also sprich, bis sich was wiederholt, sollte möglichst lange dauern. Der Schwachpunkt war, dass das regelmäßig passiert. Es war vorausberechenbar, wann sich die zweite Walze dreht, wann sich die dritte Walze dreht. Dann natürlich, wie bei allem, die Bedienung. Jedes Verschlüsselungsverfahren ist nur so gut, wie man es auch bedienen kann. Und die Bedienung wurde hier festgelegt durch sogenannte Codebücher. Da war also genau drin festgelegt, heutiger Tag, diese Walzen zu verwenden, diese in dieser Stellung, mit dieser Ringeinstellung, mit diesem Schlüssel und so weiter und so fort. Das war für über 24 Stunden mal für alle
Enigma-Maschinen innerhalb der ganzen deutschen Armee und Marine gleich. Dann hat man Codebücher zum Teil mehrfach benutzt. Ganz schlechte Idee. Sollte man niemals tun. Dann kam es natürlich vor, Morsefunk, ja, uralte Funkgeräte, atmosphärische Störungen, ja, habe ich nicht verstanden, was du da geschickt hast, kannst du es bitte normal schicken? Hat er natürlich gemacht. So sah Social Engineering in den 40er Jahren aus. Zum Teil hat man dann auch Meldungen mehrfach gesendet, und zwar mehrfach mit der gleichen Schlüsseleinstellung, damit das auf der anderen Seite auch hundertprozentig versteht. Natürlich auch der, der es abgehört hat. Dann gab es so eine Nummer, man hat die Rotdarstellung dem Code in Klarschrift vorangestellt. Das heißt, bevor ein Funkspruch losging, hat man zum Beispiel ADF geschickt. Das war die Anfangsstellung der drei Walzen. Erste Walze auf A, zweite auf D, dritte auf F. Das eröffnet natürlich einem Codeknacker erheblich mehr Möglichkeiten, als wenn er diese Walzenstellung nicht kennt. Die Nachrichten waren natürlich militärisch, wer beim Militär war, weiß das, alles kurz, knapp, streng strukturiert und schematisch. Das heißt, es dieselben Floskeln, dieselben Redewendungen kommen immer wieder vor. Das half den Codebrechern von Bletchley Park ganz gemein. Sie haben sowas Grips genannt. So, hier haben wir so ein bisschen was zu dieser Permutation, die ich eben angesprochen habe. Ja. Und was ich eben schon gesagt habe, die Entschlüsselung dieser Verfahren beruhte weniger jetzt auf rein mathematischen als denn auf linguistischen Verfahren. Und diese GRIPS, also sprich diese Standardbegriffe, die sich immer wieder in den Funksprüchen fanden, haben dazu geführt, dass diese Turing-Maschine, die sogenannten Bomben, solche Tagesschlüssel binnen Stunden finden konnten. Die waren über 24 Stunden gültig. Also mit ein bisschen Glück konnten die Briten nach 5 oder 6 Stunden den kompletten Funkverkehr mitlesen. Ja, dann haben wir dieses komische Steckerbrett. Und bei diesem Steckerbrett gab es dann so eine komische Anordnung, dass 6 Buchstaben immer ungesteckert bleiben. Das gefiel den Briten besonders gut, denn das schloss gewisse Möglichkeiten aus. So. Und weil, ja, das habe ich eben schon kurz angesprochen, Marine, ja, die hatten halt eben dann eine Maschine mit 5 Walzen, aber es hat ihnen auch nichts geholfen. Dann gab es noch ein sogenanntes Kenngruppenverfahren zur Kennzeichnung von Funksprüchen. Will ich jetzt auch nicht unbedingt drauf eingehen. Es gab ein Kenngruppenheft, es gab sogenannte Codesignale und. Ja, ganz schön aufwendig die Nummer und fast sicher, aber nur fast. Und dann will ich mal auf die Leute zu sprechen kommen, die praktisch nie erwähnt werden, ohne die Leistung von Alan Turing herabwürdigen zu wollen, in keinster Weise. Aber es war nicht Alan Turing, der die Enigma geknackt hat. Es war Marian Adam Rejewski, der die Grundlagen dafür geschaffen hat und der seine Ergebnisse bei einem Geheimtreffen in Polen 1939 französischen und britischen Kryptologen weitergegeben hat. Und erst damit waren sie in der Lage, in Bletchley Park etwas anzufangen. Dort war vor allen Dingen maßgeblich daran beteiligt ein gewisser William Gordon Welchman, der sich vor allen Dingen mit dem Thema beschäftigt hat, mit diesem Steckerbrett und auch mittels einer Technologie, die nannte sich Digital Board, also Digonalbrett, mit dem er halt diese Wirkungsweise der Enigma, dieser Bomben, erheblich beschleunigt hat. Sonst wären sie wahrscheinlich heute noch am Entschlüsseln. Ja, und vor allen Dingen hat dazu beigetragen, ohne es zu wollen, der damalige Funker Wolfgang Gruhle, später war er Professor für Physik. Der hat nämlich verbotenerweise in nächtlicher Stunde irgendwann mal so eine Enigma, so ein Rotor geöffnet und sich innen dran angeschaut, wie die Verdrahtung aussieht. Und dabei fielen ihm dann doch Dinge auf, die so nicht hätten sein sollen.
Ja, was hat der Herr Rejewski gemacht? Er hat das herausgefunden. Und hat herausgefunden, dass diese Spruchschlüssel mehrfach verwendet werden und vieles andere mehr. Und hat daraus einen gewissen Ansatz entwickelt, den ich jetzt hier um Gottes Willen nicht erklären möchte. Aber letztendlich hat er halt festgestellt, wenn er genügend Nachrichten hat, dann kann er diese Permutation, diese Verschiebung durch die drei Walzen berechnen. Ich gebe dann auch ein Beispiel dazu. Das war das Einfachste, was ich gefunden habe. Ja, und jetzt störte ihn eigentlich nur noch dieses dämliche Steckerbrett. Man dachte, man hätte damit jetzt durch diese Erhöhung der Schlüssellängen erheblich was getan. Es brachte nicht wirklich viel. Ja, dann hat man, wie gesagt, festgestellt, die Bomben, die man da entwickelt hatte nach den Theorien von Alan Turing, wunderschön, aber doch zu langsam. Und dann kam halt Mr. Welchman auf die Idee, da eine Verbesserung einzubauen. Und schon waren die Alliierten wieder auf dem Damm. Ja, dann kommen wir zu diesem Funker Grule oder jetzt Professor Grule. Der wusste auch, dass der Feind das System, das benutzt wird, wahrscheinlich kennt. Und hat dann, wie gesagt, heimlich und streng illegal sich diese Rotoren mal genauer angeschaut und illegalerweise auch noch Aufzeichnungen davon angefertigt, dabei gewisse Schwächen erkannt, zum Beispiel dieses Tachometerprinzip und vieles andere mehr. Er war sogar nachher in der Lage, aufgrund seiner Aufzeichnungen diese Rotoren wiederherzustellen. Das Schlimme daran, alle diese Fehler waren größtenteils der deutschen Führung bekannt. Es war kein Geheimnis. Trotzdem gingen die Herren davon aus, ja, und konnten sich nicht vorstellen, dass man diesen Code knacken könnte. So, dann haben wir hier so ein bisschen was zu verschiedenen Arten von Chiffren. Um es kurz zu machen, gibt es zwei Verfahren. Die sogenannte Block- oder Stromchiffre, also entweder ich aus einem Datenstrom teile ich das Ganze auf in Blöcke bestimmter Länge und verschlüssele die, oder ich nehme halt den kompletten Datenstrom und verschlüssele Bit für Bit. Beides hat Vorteile, beides hat Nachteile. Auch hier gilt, einen Schlüssel nur einmal verwenden. Betriebsmodi, springe ich jetzt mal drüber hinweg, sonst wird das einfach zu groß. Padding, wie funktioniert eine Stromchiffre? Ja, was ihr hier hört, ist klassischer Morsecode, so hörte sich das damals an, wenn einem U-Boot oder von einem U-Boot irgendeine Meldung rausgeschickt worden ist. Da oben steht auch der Klartext und auch die entsprechenden Satztrenner. Und urplötzlich hörten die Briten dann plötzlich was ganz anderes. Ne? Bildschirm mit. Macht nichts. Hörte sich ein bisschen anders an. War kein Morsecode mehr. Sie nannten das New Music oder Nomo für No Morse. Es war nämlich Fernschreibcode. Und zwar kam man auf die Idee, dass diese Verschlüsselung mit der Enigma ja doch sehr, sehr auffällig war und für große Nachrichtenmengen ungeeignet, weil es einfach viel zu lang dauerte. Und hat dann auf die bekannten Fernschreiber, die es damals schon gab, später als Telex-Geräte bekannt, einen sogenannten Aufsatz montiert. Der nannte sich Geheimschreiber und das hielt man dann für ganz besonders sicher. Und damit wurden dann Nachrichten der Stäbe oder halt des Oberkommandos verschickt. Lass das Ding mal an. Sah so aus. Ein Wunderwerk der Mechanik. Also kaum eine mechanische Armbanduhr dürfte komplexer sein.
wurde auch nur teilweise entschlüsselt, aber es wurde entschlüsselt. Ja, und dann meinte halt sicherlich jemand vom Staat, das ist für uns immer noch nicht sicher genug. Wir müssen eine ganz neue Maschine bauen. Und dann baute man die sogenannte Lorenz-Maschine, von den Briten auch Tunny genannt. Die benutzte auch diesen Code der Fernschreiber, also eine 5-Bit-Übertragung für 32 Zeichen. Vorteil war hier, man konnte den Klartext direkt eintippen. Der wurde dann sofort verschlüsselt und als Klartext ausgegeben, dann XOR verschlüsselt mit dem Schlüssel und direkt weitergeschickt. War damals eine ziemliche Revolution, weil anders als bei dem Morsecode handelt es sich hier schon wirklich um ein, ja, man kann schon sagen, echtes binäres System, was auch relativ schnell war. Vor allen Dingen, man musste nichts Neues erfinden, weil im Zivilleben wurde es schon verwendet. Man konnte jetzt den Klartext ganz einfach mit einem Schlüssel XOR verschlüsseln und dann bitweise übertragen. Natürlich wesentlich schneller und wesentlich weniger anfällig für Bedienungsfehler, als wenn ich erst mit so einer elektromechanischen Maschine das Ganze verschlüsseln muss und muss dann quasi dieses Chiffrat per Morsefunk übertragen. Ja, er hat es erfunden. So schaut's aus. Das ist dieses Gerät. Man sieht leider nicht die komplizierte Mechanik. Ja, das ist ein bisschen schwer zu verstehen. Also er sagt, es leider ist die Mechanik innen drin nicht zu sehen. Denn die ist wirklich sehr bemerkenswert. Das Ding ist hochkomplex und rein mechanisch. So, bei ihr war es halt wie gesagt so, es wurde Klartext eingegeben und dann eben verschlüsselt und weiter verschickt als binärer Datenstrom. Damals was völlig Neues. Ja, wie wurde es geknackt? Man sieht hier auch mit Methoden, die längst bekannt waren. Man hat auch die entsprechenden Mängel, will ich es mal nennen, sehr schnell erkannt. Ja, und als das soweit klar war und man hatte den Beweis, es funktioniert, war das Thema Tunny-Code Geschichte. The Tunny machine is the last machine in the process of decrypting German high command messages. It actually the machine which finally deciphers the message and produces the plain text in German. I'm incredulous at the excellent brain power of the people who derived the design of the Tunny machine. M120. The code breaking would have been impossible without that machine. There is absolutely no doubt about that. They received the signal on some very, very sensitive radio receivers. There's a bit of fading, but the trace is good on the slip. The radio receivers, the output from those, would be fed into a pen recorder, which produces, if you like, a wavy line. The young girls would read this wobbly trace on this very slim piece of paper, and they would then translate that wobbly trace into letters of the alphabet. They type that onto a perforating machine. Then it will be sent using a tape transmitter here to Bletchley Park, which produces the punch paper tape for Bletchley Park analysis. My job was to decode the messages that we'd intercepted from Germany, and the cryptographers had broken down the signals and gave me a key
so that I put it into the Tunny machine, and the, whatever was in the Tunny machine came out pure German onto my teleprinter where I was typing. So it was messages maybe from Hitler or to Hitler, to high command. It was really obviously very important. We could only ever mention what we did here, even that we were here, until 30 years after the end of the war in Europe. I went on an interview for the Fabian Society soon after the war, and they said to me, what did you do in the war? And I said, I can't tell you. And in the end, it became like a dream, you know, did it really happen? And then suddenly you just saw things in books and magazines and in newspapers. You said that was where I was, that was what I was doing. To rebuild equipment like this, you need access to the original circuit diagram. Ja, erzählt haben es die Briten erst Ende der 70er Jahre, dass sie den Code geknackt haben. Es war auch außer dieser Dokumentation nichts dazu zu finden, aber ich glaube, die hat alles gesagt. Also das war schon eine Konstruktion, die sehr, sehr durchdacht war. Keinesfalls irgendwas, was dahingeschlampt war. Ja, wer war jetzt letztlich schuld, dass das alles geknackt werden konnte? Also er war es diesmal jetzt wirklich nicht. Eher diese Herren. Den einen oder anderen werden Sie vielleicht aus dem Geschichtsunterricht noch kennen. Die hätten es oder wussten es oder hätten es wissen müssen. Und sie hätten aufgrund der Ereignisse auch drauf kommen können oder drauf kommen müssen, dass die Briten ihre Codes geknackt haben und dass man dringend neue braucht. Sie haben aber nichts getan und das hat Tausenden von jungen Männern das Leben gekostet. Warum hat es versagt? Zum einen natürlich eine maßlose Selbstüberschätzung. Wir sind die Größten, ja, und diesen Code kann keiner knacken. Unsere Technik ist sowieso die allerbeste. Die Verfahren wurden niemals ausreichend geprüft. Es wurde kommerzielle Technik verwendet, statt dass man dafür eine Eigenentwicklung gemacht hätte. Man verstieß gegen Kasparows Prinzip, das hat sich böse gerecht. Ja, die Verdrahtung dieser Rotoren unterlag der Geheimhaltung. Warum, weiß keiner. Die Kompetenzen waren nicht zentral gebündelt, sondern es gab stattdessen mindestens 12 unabhängige, miteinander konkurrierende Dienststellen, von denen jeder sein eigenes Süppchen kochte. Man hat aber draus gelernt. So, dann traten ja irgendwann die Amerikaner auch in den Krieg ein und die hatten natürlich auch ihre Lehren gezogen und haben aber die gleichen Fehler gemacht. Und zwar hatten sie in der Verschlüsselungsmaschine, nannte sich M209 und basierte auf der kommerziellen Version der C36 von Hagelin. Eine Maschine ähnlich wie die Enigma in der zivilen Ausfertigung, lange Jahre am Markt. Aber sie war etwas anders aufgebaut, sie war komplexer aufgebaut, hatte auch einige dieser Mängel nicht und man verwendete einen Code, einen sogenannten Telva-Code. Das heißt, man hat für gewisse Wörter einfach Codewörter benutzt. Muss denen aber zugutehalten, wirklich strategisch wichtige Nachrichten haben sie damit nicht verschlüsselt, Gott sei Dank. Ja, die Unterschiede habe ich hier mal so ein bisschen beschrieben. Man hat also von den Fehlern, den Konstruktionsfehlern der Enigma im Wesentlichen ein bisschen gelernt. So, da kann man jetzt nicht bis zum Gehen nicht mehr drauf eingehen. Aber man hat natürlich auch Fehler gemacht und das waren sie. Bis 1943 ging es dann gut und dann waren auch deutsche Kryptoanalytiker in der Lage, diese Maschine zu entschlüsseln und die Nachrichten, die damit verschlüsselt wurden, entsprechend mitzulesen. Ja, was wir mit unserem Geheimschreiber und unserer Lorenz-Maschine gemacht haben, das haben die Amerikaner dann mit der Sigaba gemacht. Eine sehr, sehr komplexe Maschine, sehr aufwendig, sehr fehleranfällig, aber wurde sehr lange verwendet. Vorteile, gut, sie hatten viel größeren Schlüsselraum, aber letztendlich war auch sie nicht der Weisheit letzter Schluss. Hingegen ihre britischen Vettern, die waren ein bisschen schlauer, die haben sich da viel mehr Arbeit gemacht und haben eine Maschine entwickelt, nannte sich Typex.
hatte auch 5 austauschbare Rotoren, ähnlich wie die Marine Enigma, war aber wesentlich stärker von der Verschlüsselung her und wurde im Gegensatz zur Enigma auch nie geknackt. Obwohl sie im Wesentlichen auf der gleichen Technik und auf dem gleichen Prinzip beruhte. Ja, das ist die Auflösung der Chiffre vorher, wo ich sagte, ich bin mal gespannt, ob bis zum Ende des Vortrags irgendjemand das rausfindet. Man sieht, auch die alten Herren wussten schon, wie man es macht. Ja, dann kam natürlich nach dem heißen Krieg erstmal ein kalter Krieg. In dieser Zeit hat man im Wesentlichen im Westen die bekannten Maschinen weiterentwickelt und Nachfolger gebaut. Im Grunde genommen immer das ein und selbe Prinzip, aber die Dinger waren sehr lange im Einsatz, im Westen mindestens bis Ende der 70er Jahre. Unter Geheimhaltung war nichts darüber bekannt, gab keine Unterlagentür, man durfte nicht drüber reden, keine Handbücher, kein gar nichts. So, dann baute man dann irgendwann so in die Ende der 50er, 60er die ersten Schlüsselgeräte. Auch die waren, wie gesagt, Unterlagen der Geheimhaltung und wurden verwendet, um mittels der damals üblichen Fernschreibertechnologie Nachrichten zu verschlüsseln. Das Ganze passierte dann Ausgabe 5 Bit auf Lochstreifen. Lang vorbei. Ja, die Kollegen von der, wie man früher sagte, anderen Feldpostnummer, also sprich aus dem Osten, waren auch sehr rührig. Und hier haben wir zum Beispiel die Fialka M125. Das ist die berühmte Chiffriermaschine Lektor aus dem entsprechenden James-Bond-Film Liebesgrüße aus Moskau. Handelt sich dabei um dieses Gerät. Ja, die DDR hat dann für ihre Nachrichtendienste eine Eigenentwicklung, mehr oder weniger, also einen Umbau einer sowjetischen Maschine verwendet und hat sie Koralle genannt. Die war im Einsatz bis 1990, basierte auch auf dem Prinzip der Enigma, war aber so stark, dass sie bis zum Ende der DDR nicht geknackt werden konnte. Obwohl sie Schwächen hatte. Will ich jetzt nicht komplett drauf eingehen, würde zu lange dauern. Ja, für die Jüngeren, es handelt sich ja nicht irgendwie um Außerirdische, sondern das konnte man im Radio der 70er, 80er Jahre meistens zufällig schon mal hören. Handelt sich hierbei um den Zahlensender G03, auch Gong genannt, mit dem die Deutsche Demokratische Republik ihren Kundschaftern des Friedens durch solche Zahlenkolonnen verschlüsselte Mitteilungen geschickt hat. Der BND hat im Übrigen das Gleiche getan. Das Verfahren ist im Grunde genommen ein One-Time-Pad. Das heißt, ich verwende zuerst eine Visionär-Chiffre mit mehreren Schlüsselalphabeten und dann noch einen sogenannten Blockschlüsselumsetzer, in dem ich dann die Buchstaben aus dieser Visionär-Chiffre durch entsprechende Zahlen ersetze. Ein sehr sicheres Verfahren. Einfach anzuwenden, hat den großen Vorteil, ich brauche eigentlich nichts außer einen Rundfunkempfänger, mit dem ich diese Nachrichten empfangen kann. Und dann brauche ich noch diesen Blockschlüsselumsetzer, das kann ein kleines Teil sein auf einer Visitenkarte. Ja, brauche dieses One-Time-Pad, das war auf gefaltetem Zigarettenpapier, waren das für jeden Tag oder für jede Nachricht halt ein anderer entsprechender Schlüssel. Kann man sich vorstellen wie der analoge Vorläufer der SMS. Wurde auch nie geknackt. Ja, und dann kommen wir jetzt zum Thema asynchrone Verschlüsselung, weil bisher hatten wir halt das Problem, ein Schlüssel für beides, funktioniert wunderbar. Nur was machen wir denn, wenn wir eine vertrauliche Nachricht über einen unsicheren Kanal, sei das jetzt Internet oder auch Post oder Fax oder was auch immer,
verschicken wollen. Und wir haben keine Möglichkeit, diesen Schlüssel oder dieses Codewort in vertraulicher Umgebung mit unserem Gegenüber auszutauschen. An der Frage haben sich einige die Zähne ausgebissen, bis dann 1973 ein gewisser Herr Horst Feistel von IBM so ein Projekt ins Leben rief mit dem Namen Lucifer, hat übrigens mit Satanismus nichts zu tun. Er hat dann seine Idee 1974 bei IBM eingereicht und das wurde dann auch mit in eine Ausschreibung genommen für ein damaliges neues Schlüsselverfahren, das DES, Data Encryption Standard. Und 1976 haben dann die Herren Diffie und Hellman ein Verfahren entwickelt, den sogenannten Diffie-Hellman-Schlüsselaustausch. Der ist so kompliziert, dass ich jetzt mal ein einfaches, dämliches Beispiel mache. Ihr kennt alle diese komischen Hoteltresore, ja? Die haben Schlüssel und so ein Zahlenbett für eine PIN. Jetzt gehe ich einfach hin, nehme meinen Tresor, mache den auf, stecke da eine vertrauliche Mitteilung mit rein, sperre den ab und denke mir eine schöne Geheimzahl aus. Diese Geheimzahl übermittle ich über irgendein Medium, Telefon, E-Mail, egal wie, an meinen Empfänger und schicke dem jetzt diesen Tresor. Den Tresor kriegt keiner auf, weil den Schlüssel für das normale Schloss, den habe ich behalten. Und alleine mit der PIN-Nummer kriegst du ihn nicht auf, du brauchst beides. Und das Ganze ist jetzt so konstruiert, dass der Empfänger auch einen Schlüssel hat, ganz normalen Zylinderschlüssel, und in Kombination mit seinem Schlüssel und der PIN, die ich ihm geschickt habe, kriegt er den Tresor auf. Und wenn er mir seinen schickt, dann brauche ich die PIN, die er mir geschickt hat, und meinen Schlüssel. So in ganz einfach funktioniert das Verfahren. Wie es tatsächlich funktioniert, ist wesentlich komplizierter und würde den ganzen Rahmen hier sprengen. Funktioniert aber ganz gut und wird heute vor allen Dingen angewandt, wie gesagt, bei GPG, aber auch bei digitalen Signaturen, wenn es darum geht, Sitzungsschlüssel oder sowas auszutauschen. So. Zack. Ja, dann kam 1991 in Israel ein Kryptologe auf die Idee, zusammen mit dem Kryptografen Adi Shamir, der bei dem sogenannten RSA-Verfahren, eines der meistgenutzten Verfahren der asymmetrischen Kryptographie, auch eine Methode zu entwickeln, die nennt sich differenzielle Kryptoanalyse und ist halt speziell entwickelt, um solche Sachen wie zum Beispiel diesen Diffie-Hellman-Schlüsselaustausch und asymmetrische Chiffren anzugreifen, wird als sogenannte Chosen Plaintext Attack, also das heißt, ein ausgesuchter Klartext wird quasi vorausgesetzt, unter der Maßgabe, dass der Angreifer halt Zugriff hat auf selbstgewählte Klartext-Chiffrentextpaare, ist sehr, sehr kompliziert, ist aber möglich nur unter dieser Maßgabe. Ansonsten ist das RSA-Verfahren bis heute nicht zu brechen und auch die NSA kann es nicht. Trotz aller Mythen, die es da gibt, gut, Substitutionsbergsen spare ich mir, DES war das erste dieser Verfahren, hat einen 56-Bit-Schlüssel, das heißt also, anders ausgedrückt, etwa 72 Billiarden mögliche Schlüssel und man hat ihn dann doch geknackt. Ja, hätte man dafür einen normalen, handelsüblichen, damals üblichen PC verwendet und hätte diese Rechenleistung hinbekommen, hätte das etwa 2000 Jahre gedauert. Glaubt mir, dass ein Geheimdienst so lange warten will. Ja, dann habe ich vorhin gesagt, in der Kryptoanalyse ist Gewalt durchaus eine Lösung. Ich probiere einfach mit dem Holzhammer alle Methoden durch. Aber bei entsprechend langen und vor allen Dingen zufällig gewählten Schlüsseln und großen Schlüsselräumen, also sprich Schlüssel enthält wirklich Kleinbuchstaben, Großbuchstaben, Zahlen und auch gegebenenfalls ein Sonderzeichen, wird das Ganze doch schon erheblich aufwendiger. Ich habe das da unten mal so als Preisfrage ein bisschen illustriert. Indem ich nur eine Stelle von 7 auf 8 Stellen erhöhe. Sonst mache ich gar nichts. Am Schlüsselraum mache ich gar nichts.
Ja, der Nachfolger war dann der AES, der Advanced Encryption Standard oder auch Rheindahl genannt. Der wird heute noch verwendet. Um es kurz zu machen, ich würde heute nur noch die 256-Bit-Lösung verwenden. Sonst nichts mehr. Es spielt keine Rolle mehr, die Rechner sind so stark, dass die Rechenzeit dafür, die Unterschiede sind marginal. So, funktioniert es im Wesentlichen. Sparen wir uns jetzt. Was haben wir hier? Asynchrone Verschlüsselung. Ja, das ist nochmal so eine Zusammenfassung. Ja, dann kam jemand mal 1949 auf eine Idee der perfekten Sicherheit. Und die Grundidee war dann, ein verschlüsselter Text darf keine Informationen über den Klartext enthalten. Hat er auch mathematisch ausgedrückt, versteht kein Mensch. Also auf gut Deutsch, bei einem gegebenen Chiffrat oder Kryptotext darf der Angreifer nicht feststellen können, mit was der verschlüsselt worden ist, was der enthalten könnte. Also keine Rückschlüsse ziehen. Wunderbare Idee, war aber damals nicht umsetzbar. Dann habe ich so ganz zu Anfang gesagt, die Entwicklung läuft in der Regel so ab, irgendjemand hat eine tolle Idee, keiner hat eine Antwort drauf und keiner hat eine Lösung und dann sagt man, okay, es ist sicher, so hat man es bei RSA im Wesentlichen auch gemacht. Problem ist einfach die Faktorierung großer Primzahlen, also zwei große Primzahlen miteinander zu multiplizieren, ist kein Problem. Aber zu sagen, aus einer großen Primzahl, aus welchen beiden Primzahlen das Produkt jetzt besteht, dafür gibt es bis heute keinen effizienten Algorithmus, also gilt das Verfahren als sicher. Wenn jetzt Quantencomputer wirklich ein Thema werden, dann stehen diese Verfahren alle auf der Kippe, aber dazu gleich noch mehr. So, wie funktioniert der ganze Krimskrams mathematisch? Ich habe es ganz kurz hier, also mit Modulo und will ich aber jetzt keinen mit langweilen und keinen mit nerven. So, dann kam noch jemand auf die Idee und brachte 1985 ein neues Verfahren auf den Tisch, nannte sich Elgamal, wurde mit großem Hallo begrüßt, hat ein bisschen Ähnlichkeit mit RSA, nennt sich dann DSA, kann man zum Beispiel bei der Generierung von GPG-Schlüsseln auch verwenden, würde ich aber von abraten, weil DSA im Gegensatz zu RSA benötigt für den Schlüssel sehr gute Zufallszahlen. Und diese Zufallszahlengeneratoren, diese Pseudo-Zufallszahlengeneratoren, die wir hier auf den Rechnern haben, Maschinen kennen keinen echten Zufall. Wer doch DSA verwenden möchte, Schlüssellänge unbedingt größer als 1024 wählen. Ja, so funktioniert es dann mathematisch. Kurz, was ist Modulo? So, dann kommen wir zu diesem Schlüsselaustausch. Habe ich eigentlich schon gesagt, also hier unten ist auch kurz dann beschrieben, wie das Ganze mathematisch funktioniert. Was haben wir so für Möglichkeiten? Wir können versuchen, komplett aufzubrechen. Das heißt, wir kennen den Verschlüsselungsalgorithmus und versuchen halt irgendwie den Schlüssel zu knacken. Wir können mit globaler Deduktion arbeiten, mit lokaler. Alles sehr, sehr kompliziert. Wesentlich verbreiteter sind halt eben so Sachen wie Ciphertext only. Also das heißt, wir haben das Chiffrat. Oder wir haben ausgesuchte Chiffretexte. Wir kennen den Klartext. Oder wir kennen ausgesuchte Klartexte oder halt eben, wie gesagt, Brute Force, also Holzhammermethode, einfach durchprobieren. So. Was wäre gegen RSA und ähnliche Verfahren denkbar? Okay. Aber auch nur unter diesen Maßgaben, sprich der Angreifer hat mindestens mal temporär die Möglichkeit, irgendwie einzubrechen, Zugriff auf die Hardware zu kriegen oder die Möglichkeit, Geheimtexte seiner Wahl zu entschlüsseln. Ansonsten keine Chance. Geht einfach nicht. Ja, das sind noch so ein paar theoretische Ideen, die man da mal hatte. So, überspringen, weil wir sonst kriegen wir so Seitenkanalattacke, überspringe ich auch. RSA-Signatur, Hash-Funktion. Ja, Geburtstagsangriff, auch mal so eine Idee, wo man halt versucht, nach diesen Regeln der Wahrscheinlichkeitsrechnung irgendwie weiterzukommen. Soll durchaus funktionieren. Ein relativ neues Verfahren ist das sogenannte Zero-Knowledge-Verfahren. Das heißt, ich habe es da oben mal so flapsig beschrieben, ich kenne das Geheimnis, also ich weiß Bescheid,
aber ich gebe dir keinen Hinweis darauf, um was es geht. Damit man sich das vorstellen kann. Und zwar gab es mal jemanden, der für Gleichungen dieser Art, die da oben stehen, ein Verfahren entwickelt hat, Cardano, ein italienischer Mathematiker. Und er hat bewiesen, dass er das Verfahren beherrscht, indem er halt die Gleichung aufgelöst hat. Er hat aber keinem gesagt, wie er es macht. Das ist Zero Knowledge, wird zum Beispiel verwendet bei Blockchain. Ja, was wir jetzt auch neu haben, wäre wieder eine neue Idee, und zwar kryptografische Kurven, die gar nicht, oder elliptische Kurven, die gar nicht aussehen wie Ellipsen. Und da hat man einfach festgestellt, okay, man kann gewisse Dinge einfach berechnen, aber es ist sehr, sehr schwierig, das zurückzurechnen. Und nach diesem Prinzip, in die eine Richtung geht es einfach, in die andere Richtung nur sehr, sehr schwierig oder gar nicht, basieren diese ganzen neuen Verfahren. Ich weiß noch, was als nächstes kommt. Ich glaube, im Moment sind sie dran, bei logischen Gittern zu arbeiten. Warum macht man den ganzen Mumpitz? Nun, das Problem ist, die Rechner werden immer leistungsfähiger. Das heißt, ich kann mit der Brute-Force-Methode immer mehr Rechenoperationen ausprobieren, in immer kürzerer Zeit. Ergo müssten die Schlüssel immer länger werden. Und das hat natürlich irgendwo physikalische Grenzen. Also muss ich mir irgendwas einfallen lassen, wie ich mit kürzeren Schlüssellängen dieselbe Stärke erreiche, wie mit Schlüssellängen, die viel größer sind bei einem anderen Verfahren. Und das kann man mit diesen elliptischen Kurven erreichen. Es gibt jetzt das Gerücht, bewiesen ist es nicht, dass die NSA da bewusst irgendwelche schwachen Kurven durchgedrückt hätte. Es kann nicht, bis jetzt ist es nicht bewiesen worden. So sieht dann so ein Ding aus. Ja, und jetzt kriege ich ja schon die rote Karte. Jetzt muss ich dich leider abbrechen, weil wir sind leider ziemlich über die Zeit hinaus. Oh ja, dachte ich mir. Ich danke dir sehr herzlich für den Vortrag. Ich danke fürs Zuhören und nicht einschlafen. Genau. Ich glaube, wir haben jetzt sehr viel über die Geschichte gehört. Also Dankeschön dir. Und für alle, die jetzt gleich noch Interesse haben, das könnte ich bestimmt direkt nochmal ansprechen. Und vielleicht kannst du auch einem kleinen eingeweihten Kreis und auch die letzten Sachen, die du hast, noch erzählen. Vielen Dank dir. Danke. Danke.